Die Winkelvermaßung wird als nächstes erzeugt für den 30 Grad Dachneigungswinkel. Hierfür wird eine schwarze Linie hier per Doppelklick rechte Maustaste übernommen, damit eine Linie mit diesen Einstellungen horizontal gezeichnet werden kann. Von circa hier mit Hilfe der Spurverfolgung bis circa hier. Dann ist diese Linie fertig, mit Escape wird das beendet. Diese Linie und die schräge Linie bilden dann die Begrenzung der Vermaßung der Dachneigung. Im Beschriften-Karteireiter in der Beschriften-Aufgabe findet sich das Werkzeug Winkelbemaßung. Dies wird aufgerufen. Ein Layer wird eingestellt wie MLAL. Und dann werden die Eigenschaften kurz geprüft. Die Maßlinie ist ganz normal mit der Stiftdicke 0,25, was hier eingestellt ist. Die Maßlinie soll auch dargestellt werden, was dieses Häkchen hier bewirkt. Vorne und hinten gibt es die Begrenzungssymbole mit ihrer Größe und ihrer Ausprägung hier als Schrägstrich. Man kann die Listen anklicken und andere Sachen auswählen. Dann gibt es noch die Maßzahl selbst. Hier wird Meterzentimeter Vermaßung genutzt. Auf Rundung 1, Stellen nach dem Komma, 0 Stellen nach dem Komma, 0. Dann hat man schöne runde Werte ohne Nuller hinter dem Komma. Falls die Werte krumm sind, kann die letzte Stelle hochgeschrieben werden mit dieser Hochzahlschreibweise, was aus- oder eingeschaltet wird, was man in der Vorschau rechts sieht. Den Maßzahlort kann man hier, je nachdem wie man in diesen Knopf klickt, zum Beispiel auf die obere Mitte legen. Die Schrifthöhe wird hier mit 2 mm Höhe, 2 mm Breite auf 1 mm Abstand angegeben. Und als Schriftart kann man hier etwas auswählen. Hier wird Arial Narrow genutzt. Okay. Das Menü wird bestätigt mit Okay. Und dann wird der Winkel abgegriffen zwischen den beiden Linien. Die eine Linie wird hier angeklickt, nicht am Eck, sondern ungefähr in der Mitte. Und auch die andere Linie wird auf der Strecke angeklickt. Je nach Lage der Maus hat man in der Vorschau hier den einen oder anderen Winkel, außen oder innen. Und dann kann man dorthin fahren, wo der Winkel platziert werden soll, per Klick. Die Winkelbemaßung ist dann soweit erzeugt. Dann werden noch andere Maßketten erzeugt über das klassische Maßlinienwerkzeug. Dort wird in den Eigenschaften eingestellt das Begrenzungssymbol mit Höhe 3 mm und Schrägstrich. Maßlinie wird dargestellt, das Häkchen wird benötigt, Text statt Maßzahl bei gleichen Abständen bleibt aus. Der Layer MLAL sollte hier überall eingestellt sein, gegebenenfalls klickt man das an und kann aus der Layerliste den Layer MLAL auswählen per Doppelklick. Hier werden alle Texte gleich eingestellt samt Darstellung der Maßzahl und die Textparameter sind der gewünschte Schriftsatz. Hier in diesem Beispiel wird Arial Narrow verwendet. Bei 2 mm Schrifthöhe Faktor 1 als Verhältnis zwischen Schrifthöhe und Breite. Hier unten kann man noch diverse Regelungen zur Platzierung der Maßzahl nutzen. Die Allplan-Regelungen wird hier genutzt. Man kann hier verschiedene Ausrichtungen der Maßzahl anklicken in den grauen Feldern oben Mitte. Das ist dann rot markiert. Schriftuntersuchungsrichtung sorgt dafür, dass die Maßzahl immer leserlich bleibt. Maßzahl können auch mit weißen Füllflächen hinterlegt werden, zum Abdecken irgendwelcher drunterliegenden Schraffuren. Kopfstehend werden die Zahlen und Texte wohl nicht dargestellt, also diese beiden Häkchen lassen wir hier aus. Abstand der Maßzahl zur Maßkette 1. Der Karteireiter, der nun ausgewählt wurde, ist die Zahl, um hier mit Meter-Zentimeter-Vermaßung zu arbeiten. Maßzahl Rundung 1, 1 mm, Stellen nach dem Komma 3, 0 Stellen nach dem Komma 2, Hochzahlschreibweise. Oder alternativ, dass man doch auf die Millimeter-Vermaßung umstellt. Dann mit einer Rundung auf vielleicht sogar halbe Millimeter, Stellen nach dem Komma 1, Nuller hinter dem Komma 0. Zeichen vor und nach der Zahl werden nicht benötigt. Dann gibt es noch Eingabeoptionen ohne Maßhilfslinie. Wenn man hier mal Maßhilfslinien ansehen möchte mit vordefinierter Länge von diesem Wert,
Hier sind diese. Hier wird keine Maßhilfslinie verwendet. Für spätere Maßblöcke kann hier schon mal der Abstand definiert werden mit 9 mm als Abstand der Maßlinien untereinander, wenn Maßlinienblöcke entstehen. Das Ganze kann auch abgespeichert werden, hier unten beim Favoriten speichern. Diese Maßkette wird im Favoritenbüro abgespeichert als ML2 für Maßlinien der Höhe 2 mm und daher keine klassische Meter-Zentimeter-Vermaßung, sondern Millimeter jetzt verwendet wird, kann man hier auch noch Millimeter dazu schreiben. 2 mm Texthöhe, Einheit Millimeter zum Vermaßen speichern. Falls das Menü verstellt ist, kann man jederzeit hier die Favoriten laden. Entweder den anderen, der hier schon hinterlegt ist, für Meter-Zentimeter Vermaßung oder den, der gerade geöffnet worden ist. Hier wird mit Millimetern vermaßt, dann OK. Es sollten assoziative Maßketten entstehen, damit die Maßkette sich direkt an die Bauteile dranhängt, damit die Maßkette mit verschoben wird, wenn ein Bauteil geschoben wird. Angefangen wird hier mit horizontalen Maßketten unterhalb der Wand. Mit gedrücktem Mausrad, gedrückter mittlerer Maustaste, kann man das Bild ein wenig verschieben. Und dann wird die Maßkette, vielleicht per Augenmaß, circa hier platziert. Zuerst wird also dorthin geklickt, wo die Maßkette platziert wird. Und dann werden die Ecken angeklickt, welche vermaßt werden sollen. Hier diese Ecken für die komplette Schicht. Der Holzrahmen, das Außenpaket und dann noch die Ecke, wo der Sparrenkopf hier endet. Das ist die Vermaßung. Hier war auch noch eine Werkzeugleiste, die mal hier reingeschoben wird. Und die erste Vermaßung wird gleich beendet. Falls man sich übrigens verklickt hat, gäbe es hier einen letzte Eingabe rückgängig Knopf. Jetzt fehlt noch die letzte Eingabe, welche ich wieder tätigen muss durch einen Klick auf diese Ecke. Das ist erledigt. Einmal Escape. Die erste Maßkette ist soweit erstellt. Die nächsten Maßketten werden vertikal. Das Maßlinienwerkzeug ist ja immer noch da, mit Assoziativ, nur vertikal. Mit gedrücktem Mausrad kann man den Ausschnitt wieder verschieben und durch Mausrad drehen diesen Bereich hier vergrößern. Ungefähr hier wird die nächste Maßkette platziert per Klick. Dann wird vermaßt dieser Punkt hier und noch diese Ecke hier und noch diese Ecke hier. Einmal Escape beendet diese Maßkette. Die nächste Maßkette kann per Augenmaß platziert werden oder ausgerichtet werden an der vorhandenen Maßkette. Je nachdem, auf welcher Seite man sieht, wird man bei horizontal oder vertikalen Maßketten solch eine Ausrichtungsvorschau rot sehen, wo die nächste Maßkette hinkommt. Je nachdem, wie man steht und wie das Ausrichten genutzt werden soll, klickt man hier so. Dann wird nochmal diese Ecke und diese Ecke hier vermaßt. Mit Escape wird das abgeschlossen. In diesem Fall komplett, weil hier dank der 40 mm oder aus anderen Gründen Maßketten verschoben werden, ab und zu. Hier oben ist das Maßlinienverschieben-Werkzeug. Im Begleitmenü wählt man das erste Werkzeug Maßlinie verschieben aus, im Falle des Falles, und kann alle Maßketten hier auswählen. Und wie beim normalen Verschieben jetzt auch, zum Beispiel von dieser Ecke hier etwas weiter rüber schieben, vielleicht ungefähr bis hierhin mit einem Klick. Das wird dann mit Escape abgeschlossen. Dann werden noch die schrägen Maßketten erzeugt. Hier vorne. Das Maßlinienwerkzeug wird wieder aktiviert. Schräge Maßketten können über beide Knöpfe hier entstehen. Hier wird aber die Direktbemaßung genutzt. Immer noch assoziativ. Dieses Werkzeug funktioniert so, dass man sich zuerst die Richtung holt, dann das platziert und dann weiter vermaßt. Zum Beispiel wird die Richtung von dieser Ecke hier, die angeklickt wurde, zu dieser Ecke hier, die jetzt angeklickt wird, geholt. Das hängt an der Maus und kann jetzt platziert werden, circa hier. Dann werden noch weitere Ecken angeklickt, wie diese Ecke hier und dann noch die weiteren Ecken, welche vermaßt werden müssen, bis man dann alle Ecken hat. Mit Escape wird dann das Ganze abgeschlossen für diese Vermaßung.
Dann wird nochmal die Direktbemaßung genutzt, um für die nächste Maßkette wieder die Richtung zu holen. Wieder genauso. Von hier vielleicht bis zum Ende des Stirnbretts. Dann wird die Vermaßung platziert. Auch hier kann man die Ausrichtung nutzen, nur dass hier keine rote Vorschau kommt, sondern die vorhandene Maßkette direkt, je nach Platzierung auf der Seite der vorhandenen Maßkette, dass die neue Maßkette direkt hier sozusagen hinspringt. Wenn sie so hinspringt, Klick. Dann wurde auch diese Maßkette ausgerichtet im Maßblock platziert. Dann werden noch diese beiden Ecken hier angeklickt, um den Rest hier noch vermaßt zu haben. Mehr wird hier nicht benötigt. Einmal Escape. Und die Direktbemaßung wird auch für die restlichen Maßketten genutzt. Zum Beispiel, um hier für diese Lüftung von hier nach hier durch Klicks die Richtung zu holen. Dann platziert man das. Mehr wird hier nicht vermaßt. Einmal Escape. Dann holt man sich vom Stirnholz hier die Richtung von dieser Ecke zu dieser Ecke. Es hängt an der Maus. Und wird platziert. Dann wird noch das Stirnbrett hier mit vermaßt. Als eine Möglichkeit. Mit Escape wird das beendet. Und dann werden noch die Abstände der Latten an sich vermaßt. Auch hier wird immer noch mit der Direktbemaßung gearbeitet. Und von hier nach hier die Richtung abgegriffen. Die Maßkette platziert, circa hier. Und dann werden die restlichen Maßpunkte bei den Latten jeweils vermaßt. Dann ist man hier oben angekommen. Mit Escape kann man das dann beenden. Gegebenenfalls kann man nochmal das Maßlinie-Verschieben-Werkzeug nutzen, um diese Maßkette hier anzuklicken und von hier ein wenig weiter raus zu verschieben. Das wird auch mit Escape abgeschlossen.